Und dann wollen wir mal erfahren, was der Hund so über Menschen denkt. Unglaublich, Hunde können Leben retten. Sie können Millionen erschnüffeln. Unglaublich sportlich und geschickt sein. Und sie haben die unglaublichsten Liebesgeschichten. Unglaublich ist aber auch, was der Mensch in seiner Hundeliebe alles ansteckt. Und es gibt noch viele andere Dinge, die unglaublich sind, wenn es um den Hund geht. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Görblich. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind Tierarzt, Sie sind aber gleichzeitig auch leitender Redakteur einer Tierzeitschrift. Da geht es um Hunde. Die Zeitung heißt wie? Partnerhund. Der Partnerhund. Ja. Und über den Partnerhund gibt es ein Buch von Ihnen und das heißt, was Hunde denken. Und jetzt meine erste Kritik. Mir hat man gesagt, ein Hund kann gar nicht denken. Jetzt schreibt der Tierarzt, was Hunde denken. Wer hat denn jetzt recht, Sie oder ich? Ich muss dazu sagen, zu meiner eigenen Überraschung, haben Buchautoren relativ wenig Mitspracherecht bei der Gestaltung der Buchtitel. Und insofern ist das nicht auf meinen Mist gewachsen, aber ich kann trotzdem natürlich dazu stehen, denn Hunde denken tatsächlich wesentlich mehr, als wir denken, dass sie denken könnten. Und diese sprachlichen Verwirrungen zeigen vielleicht schon ein bisschen, dass wir Menschen eigentlich einen ganz anderen Zugang zu dem Thema haben. Dass wir vielleicht manchmal von Hunden uns so vorstellen, ja, die können Dinge lernen, die wir uns vielleicht von Kindern, wenn sie groß werden, erwarten, dass sie reifen, dass sie moralische Ansprüche genügen. Und das ist eben genau der springende Punkt, dass Hunde das nicht können. Allerdings haben sie sehr, sehr viele Informationen über uns, die ich Ihnen auch gerne im Detail belegen kann. Ja, erzählen Sie mal. Welche Informationen bitte hat mein Hund über mich? Also das geht schon mal damit los, dass Hunde ja in ihrer langen, langen Geschichte, also es geht jetzt schon über 14.000 Jahre, dass Hunde an der Seite des Menschen leben, sich einfach perfekt angepasst haben an die Nische Mensch, an dieses Umfeld, in dem sie sich heute befinden. Und während dieser langen Zeit haben sie natürlich auch gelernt, den Menschen zu lesen. Die lesen im Menschen wie in einem Buch, sprichwörtlich, denn sie sehen in unserem Gesicht die kleinste Regung, verstehen sie, sie wissen, welche Gefühlsausbrüche als nächstes anstehen, ob wir gut gestimmt sind, ob wir schlecht gestimmt sind. Und ich spreche jetzt bewusst zuerst das Gesicht und das Sehen an, weil wir das vielleicht noch am einfachsten nachvollziehen können. Aber ich denke, der Hund kann gar nicht so gut sehen. Mir hat man mal gesagt, ein Hund guckt überhaupt nur schwarz-weiß. Ja, das ist ein verbreitetes Vorurteil, aber es stimmt nicht ganz. Denn Hunde haben durchaus die Möglichkeit, Farben zu sehen. Sie haben nur ein bisschen anderes Farbwahrnehmungsvermögen als Menschen. Sicherlich sind Hunde gehandicapt, sage ich mal, in der Hinsicht, dass sie nur zwei Typen von Farbrezeptoren auf ihrem Augenhintergrund haben. Menschen haben ja drei und dadurch können sie das ganze Regenbogenspektrum von Ultraviolett über Blau, Grün, Gelb, Rot sehen. Und Hunde haben im Grunde nur zwei Ausschnitte davon, die sie wirklich gut sehen können, weil sie nur zwei Rezeptoren haben. Und das ist eben der gelb-grüne Bereich so ein bisschen und der Blau-Violette, sag ich mal. Also wenn ich einem Hund ein Spielzeug schenke, schenke ich ihm was Gelb-Grünes oder Blau-Violett, damit er es unterscheiden kann? Ja, zum Beispiel. Oder Sie nehmen einen gelben Ball, einen grün-gelben Ball, der blau-violett gestreift ist, dann ist es noch einfacher zu erkennen für den Hund. Aber leider gibt es solche Bälle nicht, weil die für Menschen natürlich doof ausschauen. Und Sie meinen, ein Hund, der mich anschaut, weiß, was mit mir ist. Also wenn meine Frau mich anschaut, weiß die noch lange nicht, ob ich jetzt ein Bier trinken will. Oder Sie meinen, ein Hund wäre in der Lage, das früh zu erkennen. Der würde das relativ früh erkennen und nicht nur, indem er sie ansieht, sondern einfach, indem er einerseits hat er eine sehr feine Nase natürlich, das ist eine Banalität, das wissen alle Hundehalter natürlich, wenn sie Hunde haben, aber wenige wissen, dass wir Menschen durch den Tagesablauf und durch unsere Stimmungen und durch Hormonschwankungen Informationen über uns preisgeben, die der Hund geruchlich wahrnehmen kann. Also es gibt Blutzuckerspiegel zum Beispiel, kann der Hund riechen und man nutzt es inzwischen auch zur Diagnose von Krankheiten und um Hunde auszubilden, die Menschen helfen, die in ihrer
in ihrem Umfeld jemanden brauchen, der zum Beispiel erkennt, jetzt sinkt der Blutzuckerspiegel bei Diabetikern. Also ich habe einen Artikel gelesen, dass es Hunde gibt, die können riechen, ob ein Mensch Krebs hat. Ist das übertrieben? Nee, das ist durchaus richtig. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das kam überhaupt, früher wusste man das gar nicht, dass Hunde hier eine Möglichkeit hätten, sich nützlich zu machen. Man hat das rausgefunden, indem eine Frau einen Leberfleck hatte am Bein und ihr Hund hat einfach hartnäckig an diesen Leberfleck hingeknabbert. Sie hatte andere Leberflecken, die den überhaupt nicht interessierten, aber dieser eine, der war wirklich dem ein Dorn im Auge. Und dann hat sich die Frau gedacht, jetzt muss ich doch mal nachschauen, das gibt es doch nicht. Und ist zum Hautarzt gegangen und prompt hat sich herausgestellt, das war tatsächlich ein bösartiger Tumor. Das war eine Vorstufe, die konnte entfernt werden. Und die Ärzte, die das kuriose Geschehen dann behandelt haben, haben sich gedacht, das müssen wir unbedingt der Fachwelt veröffentlichen. Und dann haben ein Artikel erschienen in Lancet und seitdem gibt es eigentlich die hundenasengestützte Labordiagnostik. Ja, nur das hat natürlich auch einen Nachteil. Jedes Mal, wenn jetzt ein Hund kommt und schnüffelt, hat man womöglich Angst, mein Gott, welche Krankheit habe ich denn jetzt in mir? Wie kann ich denn jetzt dem Hund ansehen, dass er nicht eine Krankheit schnüffelt? Das ist, glaube ich, ein Einzelfall, dieser Fall mit der Dame. Ich denke, Sie sehen den Hund sehr oft an Dingen schnüffeln, die Sie vielleicht gar nicht interessieren. Aber das liegt daran, dass er da eben ganz diffizile Informationen entnimmt und das für ihn einfach die Welt, die der Hund wahrnimmt, repräsentiert sich eigentlich in erster Linie über die Nase für ihn. Der hat so eine intensive und feinsinnige Wahrnehmung von Gerüchen, dass wir uns das auch nur sehr schwer vorstellen können. Ich habe versucht, das in dem Buch ein bisschen im Detail zu beschreiben, wie das funktioniert, auch Vergleiche zu geben, wie zum Beispiel unsere eigene Nasenschleimhaut, die mit Geruchsrezeptoren ausgestattet ist, ist so groß wie eine Briefmarke ungefähr, 15 Quadratzentimeter. Und Hunde haben im Schnitt so 300 Quadratzentimeter, also ist so groß wie eine Buchseite. Und wenn wir das jetzt auf das Sehen übertragen, dann kann man sich sofort vorstellen, ja, auf so einem kleinen Display sehe ich wesentlich weniger Details als auf einem iPad zum Beispiel von dieser Größe. Ich habe noch einen kleinen Einspieler von Hunden. Da stellt man sich manchmal die Frage, ist das Tierquälerei oder ist das keine? Aber in Amerika, wo man ja so gerne surft, wo man Wellensurfen macht, da haben einige Surfer ihre Hunde mitgenommen. Und die sind jetzt auf die Surfbretter gegangen. Einer ist sogar Skateboard gefahren. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, ist das Dressur, ist das schon Tierquälerei oder haben die wirklich Spaß? Gucken Sie sich mal die Bilder an und interpretieren Sie uns das nachher. Mit Schwung springt Tyson auf sein Skateboard. Gekonnt und scheinbar lässig stößt sich die 8 Jahre alte Bulldogge ab, kurft die Strandpromenade von Huntington Beach in Kalifornien entlang. Immer den Weg vor Augen und Herrchen an der langen Leine gleitet der Hund mit kraftvollen Tritten dahin. Gelernt hat er die Fahrtechnik von seinen menschlichen Vorbildern. Unglaubliche Gebilde. Was sagen Sie dazu? Nee, haben Sie ein typisches Beispiel gefunden, das wirklich ganz klar zeigt, dass diese Hunde irrsinnig Spaß haben bei dieser Gelegenheit. Ich meine, natürlich muss man bei allen Sportarten, die man dem Hund aufbürdet, manchmal aufpassen, dass er nicht überfordert ist, dass er auch Spaß an der Sache hat, dass man auch keine gesundheitlichen Risiken für den Hund eingeht. Aber was wir jetzt gesehen haben in den Zuspielern, war auf keinen Fall irgendwie in dem Bereich. Natürlich müssen die Hunde das können, surfen, aber ich habe gesehen, die haben ja sogar Schwimmwesten an. Also ich glaube, dass denen das wirklich Spaß macht. Ich habe noch was Interessantes bei Ihnen gefunden. Sie haben gesagt, der Hund weiß über unser Wissen Bescheid und das schaffen sonst nur die Menschenaffen. Das heißt, wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass der nach dem Menschenaffen das nächste Tier der Hund ist. Man kann, glaube ich, nicht,
nicht wirklich so eine Art Rangfolge aufstellen, denn vielleicht sind uns die Menschenaffen in manchen Belangen näher, Hunde sind uns in anderen Belangen näher. Aber ich kann Ihnen gerne das Zitat erklären, denn das Bescheidwissen über unser Wissen kann man problemlos in Versuchen belegen. Zum Beispiel wissen Hunde ganz genau, wann meine Aufmerksamkeit auf ein Stück Nahrung gerichtet ist, das jetzt hier zum Beispiel am Tisch liegt, wenn ich mich jetzt ihm zuwende. Und das ist so ein bisschen aus meinem Augenwinkel, dann wüsste mein Hund das und der würde, wenn er schlecht erzogen wäre, genau diesen Augenblick abpassen, um sich das zu klauen. Und gibt es zum Beispiel auch Versuche, die belegen, dass der Hund weiß, welche Person im Raum war, während irgendein Spielzeug versteckt wurde. Der weiß, welche der beiden Personen, zum Beispiel, man stellt zwei Personen in einen Raum, eine hat eine Tüte über dem Kopf, eine keine, man versteckt das Spielzeug und der Hund beobachtet es und anschließend wendet er sich bevorzugt an die Person, die eben wusste, wo das Spielzeug versteckt ist. Also Sie wissen also schon, das habe ich mal in Wetten, das gesehen. Da gab es ja diesen berühmten Border Collie, der, glaube ich, über 100 Gegenstände gefunden hat und die auch zugeordnet hat. Das ist ja schon Hochdressur, oder? Ja, Border Collies sind eigentlich die Paradebeispiele für sehr gelehrige und kognitiv hochstehende Hunde in dem Sinne, als dass sie eigentlich von Haus aus ganz stark daran interessiert sind, immer sich zu bewegen, neue Sachen herauszufinden. Und deswegen lernen die vielleicht auch solche Sachen am schnellsten. Man hat inzwischen ja andere Border Collies gefunden. Also in Österreich eine, die namens Betsy, jetzt die dann über 300 Gegenstände erkennen konnte am Namen und die auf Kommando brachte. Inzwischen gibt es in Amerika Chaser, der vielleicht sogar noch mehr zusammengebracht hätte, wenn die Wissenschaftler nicht irgendwann gesagt hätten, wir haben jetzt keine Zeit mehr, dem ständig neue Namen beizubringen. Also ich glaube, dass die Grenze noch nicht erreicht ist, aber dass da Kapazitäten im Grunde bei Hunden vorliegen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Also eins wird Ihr Buch mit Sicherheit erreichen, dass man sich noch mehr Gedanken darüber macht, was denkt der Hund, der ja eigentlich nicht denkt, wenn er uns sieht. Und ich gehe jetzt mit einem völlig neuen Gefühl nach Hause. Und ich sage Ihnen, ich werde mir einen Hund nachher mal richtig unter die Lupe nehmen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Thomas Görblich. Danke.